Alles begann mit einem Streit in einem verlassenen Keller zwischen dunklen Gestalten. Einer kam dabei ums Leben. Polizei! Die Polizei wurde gerufen, konnte den Fall aber nicht aufklären und bat die Detektive um Hilfe. Hier steht, es treiben sich Mörder in der Stadt herum. Guckt hier, Tatort. Gemeinsam mit der Polizei gingen die Detektive auf Spurensuche. Guck mal, das sind ja Fußspuren. Jo. Sie fanden Blutspuren und Fußabdrücke auf dem Boden. Währenddessen stritten sich die dunklen Gestalten erneut darum, wer die Gruppe leiten solle. Wieder musste einer sterben. Die Detektive und die Polizei waren schnell zur Stelle und sammelten neue Spuren. Als sie eine der Gestalten hinter einem Busch entdeckten, nahmen sie die Verfolgung auf. Schau mal, die Spur führt hier rein. Wieso ist das schon so schönes Entdecken? Guten Morgen! Leute, wir müssen wegrennen! Ja, komm. Ja, schon. Ja, das steht zum Glück. Als sie dem Versteck der dunklen Gestalten nahe waren, fanden sie nun einen der Detektive tot am Boden liegen. Wütend und bestürzt schworen sie Rache. Schnell war das Versteck der dunklen Gestalten entdeckt und die Übeltäter festgenommen. Polizei, Sicherheit! Sendung! Wir sind noch im Gefängnis. Ja? Was sollen wir denn tun? Okay, warum habt ihr das gemacht? Weil wir sind Mörder. Wir sind keine Banditen. Wir sind Kriminelle. Wir töten Menschen. Okay, zweiter Film. Ich meinte Folge 2. Wir wollten das tun, weil es Spaß macht. Folge 3.
Wir wollten stehlen. Töten und stehlen. So geht's am Anfang. Euer Vieh. Danke. Euer Vieh. Keine Ahnung. Und Räuber 5, der dümmste von allen? Das war nicht meine Idee. Die haben sich das alle ausgedacht. Was hast du gesagt? Selbst im Gefängnis zeigten sie jedoch keine Reue. Mördereien, Mörder, Polizisten und Detektive und ja, es war alles so gruselig. Ich sag dir oft, dass du abends keine Krimis gucken sollst. Okay, Mama. Alles wieder gut, schlaft weiter, ja? Die Polizisten wurden gespielt von Viktor, Maxim und Raphael. Die Detektive wurden gespielt von Emily, Charlotte, Julian, Jakob, Mina, Mathilda, Minul und Sumeya. Die dunklen Gestalten wurden gespielt von Dennis, Jack, Senai, Aydin und Finlay. Gesprochen von Mathilda, Musik von Jakob, unter der filmischen Leitung von Christian Slesak. Pädagogische Leitung Thomas Bohn. Betreuer Büschra, Fabio und Julian.